So, People, willkommen zurück zur Let's Play Chris SB3 StarTech. So, für alle, die sich wundern, dass ich mich noch etwas verschlafen anhöre, ich nehme jetzt um 7 Uhr morgens auf. Ausschlafen ist für Schwächlinge, muhahaha. Nee. Aber ich bin kein Langschläfer. Und deshalb nehme ich jetzt halt so früh auf. Immer so. Okay, scheiße. Da wäre eine Blume gewesen. Die nehmen wir uns auch noch mal mit. Aber zwei Power-Ups auf einen Haufen, das sieht man auch nicht alle Tage. Und das war jetzt blöd und unaufmerksam. Ja, Achtung. Wir haben halt eine Plattform und dann müssen wir mit einem Cooper-Jump hier hoch. Nee, psch. Okay. Oh scheiße, die Viecher hasse ich wie die Pest. Ich hasse sie wie Peschboar. Nee, Peschboar ist ja nett. Okay, so, dann gehen wir mal wieder zurück und versuchen hier unser Glück von Neuem, würde ich sagen. Stirb. Stirb, okay. Wir müssen da unten gar nicht runter. Wir haben ja schon unsere Power-Ups. Daher wäre das blöd. So. Jupp. Scheiße. Mein Gott. Ich mag diese Viecher überhaupt nicht. Die haben mir so viele Albträume bereitet. Nein. Oh shit. Okay, ich ziehe mich nach oben zurück. Sonst wird mir das ja echt zu krass. Mein Gott, so, und die feuerspuckende Piranha-Pflanze ist auch nicht gerade das allerangenehmste. Scheiße. Naja, aber wenigstens können wir jetzt nicht mehr Game Over gehen. Wir sind ja im Schloss und das ist ein festgelegter Speicherpunkt und so. Also wirklich viel passieren kann uns da ja nicht mehr. Okay, so. Jump on the Cooper and yes, okay. Naja. So. Aufspringen. So, dann holen wir uns mal die unsere geliebte Blume. Die Mabu 7 überhaupt nicht leiden kann, aber es ist mir wurscht, was der leiden kann und was nicht. Naja. Leute, aber ich würde sagen, dass Feuerblumen ein guter Ersatz für Safe State sind. Das kann man nicht bestreiten. Weil genauso gut könnte man Safe States einfach über Bord werfen, so wie ich das tue. Weil irgendwie, das war irgendwie bescheuert, dass man deshalb keine Blumen aufnehmen soll, aber ist ja seine Meinung und das ist seine Sache. Für alle, die nicht wissen, was ich meine, ihr braucht das nicht zu wissen. Nee. Weil es gibt so einen YouTuber, der ist Mabu 7 und der macht halt SMBX und er benutzt in seinen SMBX keine Feuerblumen, weil er das Spiel sonst als zu einfach ansieht. So einfach ist das. Und er mag Safe States aus dem Grund halt nicht. Und ist das ein eingefrorener Gumba in einem Block? Wenn ja, dann ist das eine nette Idee. Kann man nicht anders sagen. So. Let's go to the airship. Okay. Also man darf nicht zu weit raus aus dem Scrolling, zumindest vorne nicht, dann sonst neigt das Spiel dazu zu freezen. Okay. Oh Gott, und diese Flammenwerfer mag ich überhaupt nicht. Vor allem, weil diese Hitbox auch irgendwie bescheuert eingestellt ist. Man stirbt bei dem zum Teil noch, wenn man dann einen halben Meter daneben ist. So. Guck, hier töten die noch. Hier töten die nicht mehr, aber im Panic in the Mushroom Kingdom waren die so bescheuert eingestellt, das glaubte mir gar nicht. Es sei denn, ihr habt das LP selber gesehen. Okay. Hier muss man sich halt ein bisschen konzentrieren und auf den Viechern halt so rumspringen. Jump. Jump, Mario. Okay. Ne, diese Maulwurf-Viecher nerven. Wieso müssen die auch aus jedem Gully rauskommen? Kann man nicht einfach
einen maulwurffreien Gully hier mal hinmachen. Das würde auf jeden Fall nichts schaden. Vorspulen und... Okay. So, rüberspringen und... Ja, hier kommen Kanonen raus. Ich meine Kanonen, Kugeln. So. Nein, 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 ihr tötet mich jetzt nicht. So, die Zeit ist hier in Scrolling-Level in diesem Eck eigentlich relativ großzügig. Von daher müsste bald das Ende kommen. Ja, das meine ich. Den kann man wahrscheinlich auch nicht so aufschwingen, oder? Wie soll ich den denn besiegen? Kommt da gleich irgend sowas, was ich auf ihn werfen kann? Ja, Tatsache. Aber dieser Boss scheint schon ein bisschen schwieriger zu sein. Ah, shit. Triff den doch mal, mein Gott. Was soll denn der Miest? Scheiße, mein Gott. Mit diesem Boss ist nicht gut Kirschen essen. Sagen wir es mal so. Dieser Boss ist nicht freundlich. Aber ich glaube, dreimal zu treffen dürfte kein Problem darstellen. Trotzdem. Okay, das hat jetzt nichts ausgemacht. Das war unser Power-Up. Mein Gott. Ich verliere in jeder scheiß Ecke mein Power-Up, habe ich das Gefühl. Naja. Leute, ich bin so ungeduldig und renne so sehr durchs Level. Dann passieren so, solche Sachen einfach. Okay. Ja, am Hals kratzen, da juckt es irgendwie. In Let's Plays neigen meine Körperteile dazu zu jucken und... Leute. Leute! Mein Gott, wieso springe ich in jedes scheiß Ding rein? Oh, ich hab dich jetzt frühzeitig abgelockt, du komisches Viech. Oh, und wieso hat mich das jetzt nicht gekillt? Da bin ich aber froh. Auf dir jumpen wir mal und du tötest mich nicht. Komisches, nicht lebenswertes Viech und nein. Das war schlecht. Leute, das heißt, let's try it again, juhu. Wir müssen es halt nochmal versuchen, so. Falls ich jetzt sterben sollte, dann müssen wir das andere Level halt auch nochmal machen. Das ist der Ernst des Lebens. Mein Gott, oh. Okay, so. So. Stirb, danke. Ich wollte diesen Maulwurf nur noch tot sehen. Das würde mein Herz erfreuen, okay? Mein Gott, wieso klaust du mir die Blume? Quatsch, den Pilz. Ich hab ja jetzt eine zweite Reserveblume und so. Okay, so. Oh, aber wenigstens bin ich jetzt weit genug vom Maulwurf entfernt, damit der nicht mehr rauskommt, oder? Quatsch. So, hier, Deckelmaul, du musst sterben. Ich mag keine Viecher, die so sind wie du. Die töten mich einfach. Ich mag halt keine Viecher, die mich töten. Ist das irgendwie verständlich? So. Mein Gott! Ach, Leute, dann... Wenn das so ist, dann hätten wir in diesem Part mal wieder null Fortschritt. So lieben wir das doch alle. Falls ich jetzt in diesem Level nicht mehr weiterkommen werde. Okay. Wenigstens sind das nur zwei Level, die da in Folge auf uns warten. Von daher ist das noch zu verschmerzen, möchte ich sagen. Okay, so. Okay, die bösen Viecher einfach wegmachen. Ich glaube, das ist am besten für die Gesundheit der anderen. Okay. Nein! Boah. Okay. Achtung, da ist ein Viech unten. Also, bitte nicht berühren. Das würde schädliche Folgen auf eure Gesundheit haben. So. Okay. Nein! Jump on it and rüber, rüber.
rüber. Nein! Wow, shit. So. Okay, nein. Hilfe. Jetzt grabben wir uns mal die nette Shell und... Wow. Yes, ich bin auf dich raufgesprungen, obwohl du so einen scheiß Teil in der Hand hattest. Ich bin so cool. Naja, aber dieses Level scheint recht einfach zu sein, zumindest wenn man sich Power-Ups holt. Ja. So. Okay, aber hier am Anfang können wir uns ja immer wieder Power-Ups holen, von daher ist das nicht so problematisch. Okay, so. Dann stellen wir uns erstmal hier hin. Okay, scheiße. Mein Gott, diese scheiß Schraubenschlüssel, die nerven einfach nur. Also die Deckelmods halt da irgendwie abschießen. So, let's press forward and... Okay, so, überspringen. Oh, schnell den Aufruf können wir vorher mit seinen scheiß Schraubenschlüsseln werfen kann. So. Und genauso macht man das. Und so kommt es, dass ich jetzt noch einen Pilz habe. So. Ja. Okay, so. Jump on it und jetzt dackeln wir mal rüber und scheiße. Aber hier kriegen wir einen neuen Pilz, genau. Weiter, also ich hoffe, ihr könnt euch bei solchen Leveln geschickter anstellen als ich. So. Okay, so. Moin. Ich bin doch voll nicht schnell, dies. Aber immerhin kriegen wir ja noch was vor dem Bosskampf. Also ist das eigentlich nur fair. Also das war der mit seiner Feuerscheiße, ich erinnere mich. Oh Mann, oh. Woher soll ich denn wissen, wann der Feuer schießt und wann der das andere Zeug schießt? Wieso kann das Steinzeug am Feuer zerbröseln? Das finde ich auch unfreundlich. Also das scheint wieder ein Boss zu sein, der nicht ganz nett ist. Sagen wir es mal so. Leute, ich gebe dazu keinen Kommentar ab. Und mal gucken, ob ich diesen Part jetzt... Wie soll ich das sagen? Okay, so. Mein Gott, das hilft alles überhaupt nicht. So. Okay, Leute. Ich glaube, ich kill mich jetzt irgendwie schon absichtlich, weil... Nee, wir schaffen in dem Part irgendwie eh nichts, habe ich das Gefühl. Im Grund dafür ist wieder mal dieser Scheiß-Boss, mein Gott. Ich hasse diese Bosse einfach. Ich hasse Custom-Bosse generell. So. So. Sorry Leute, ich bin jetzt ein bisschen heiser. Ich bin halt auch ein bisschen erkältet. So. Der Maulwurf hatte sich da gerade in den Boden reingeglitscht. Das finde ich voll cool und so. So. Wieso? Okay, so. Let's jump on you and... 9! Okay. Aufspringen! Und 9! Auf das Deckelviech und... Ja. Okay, so. Jetzt, let's kill den und...
Okay, so Leute, Achtung, hier kommen die Kanonen. Das heißt, schnell rüberspielen, bevor die Kanonen einen wehtun können. Aber zum Glück können die ja nicht nach hinten schießen. So. Und hier, oh, jetzt haben wir zwei Blumen. Besser kann es ja nicht gehen. So, das heißt, wir werden jetzt versuchen, diesen Boss zu kaputtieren. Also, jetzt müsste er seinen Stein links schießen oder auch nicht. Ja, so ungefähr muss man den besiegen halt. Nur am besten ohne Schaden zu nehmen. So. Jetzt schnappen wir uns unsere Blume. Oh, und jetzt ist der Boss gekillt. Im Gegensatz zu Robyu ist er wenigstens so fair und gibt seinen Bossen 3 Hits. Das finde ich schön. Okay, und jetzt befinden wir uns in der klassischen SMB3 Röhrenwelt. So, Leute, und das war's auch mit mir. Da sage ich, bis zum nächsten Part. Bis dann. Tschüss.